Schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich eröffne die Pressekonferenz nach dem Spiel der zweiten Handball-Bundesliga TuS Lübbecke gegen DJK Rimpa Wölfe. Begrüße die Vertreter der heimischen Presse und natürlich die beiden Trainer. Zu meiner Linken Matthias Obinger, der Trainer unserer Gäste aus Rimpa. Gratulation schon mal zum Auswärtssieg heute. Und zu meiner Rechten der TuS-Trainer Heidmar Felixson. In der Merkur Arena heute 1330 Gäste, Endstand 20-27. Matthias, dein Statement zum Spiel, ein Spielausgang vielleicht, ein Spielverlauf, den vielleicht nicht ganz viele Leute so erwartet haben. Sicherlich ein sehr, sehr schöner Abend für dich und deine Mannschaft. Gibt es so in der Rückbetrachtung irgendetwas an diesem Spiel, was dir nicht gefallen hat? Oder sagst du, boah, rundherum zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft? Ja, guten Abend erstmal. Also rundum ist man als Trainer ja nie zufrieden. Also da lassen sich sicherlich auch einige Szenen finden, wo wir nochmal nachjustieren müssen. Aber ich bin natürlich im Großen und Ganzen sehr, sehr glücklich und zufrieden mit diesen zwei Punkten, mit dieser Maximalausbeute. Also ich habe schon gedacht, dass wir hier eine Chance haben, ein Punkt wenigstens oder zwei Punkte zu entführen. Ich wusste auch, dass es uns möglicherweise gelingt, hier eine sehr, sehr gute Abwehr zu stellen. Aber dass wir dann auch 27 Tore werfen können, das sah ja die letzten Wochen bei uns jetzt nicht so aus. Da hatten wir ja arge Probleme im Angriffsspiel. Und da muss man natürlich sagen, lief es bei uns halt runter. Also so wie bei Nordhorn letzte Woche bei uns, wo alles klappt, klappte halt heute bei uns auch sehr, sehr viele. Ich erinnere mal an die zwei, drei Abpraller, die wir dann natürlich auch quasi in die eigenen Hände wieder bekommen, und dann ist es vielleicht so oder möglicherweise so das Glück des Tüchtigen, das sich dann im Laufe des Spiels einstellt, und natürlich auch bedingt dadurch, dass wir sehr, sehr gut in dieses Spiel reinkommen, führen sehr schnell 3-0. Und ja, wie gesagt, ich hatte schon damit geliebäugelt, einen Punkt hier mitzunehmen. Jürgen Klopp würde jetzt sagen, wir sind ja wahre Mentalitätsmonster. Das möchte ich meiner Mannschaft auch mal attestieren nach diesen drei schlechten Halbzeiten in den letzten zwei Wochen, wo wir nicht gut gespielt haben. Coburg, die zweite Halbzeit nicht gut war, und jetzt zwei Halbzeiten gegen Nordhorn. Und dass wir dann natürlich hier A gewinnen und dann auch mit dieser Deutlichkeit, das ist natürlich umso schöner, dass wir wieder in die Spur gefunden haben. Danke. 17:25 war euer Spiel gegen Nordhorn ausgegangen. Also auch sehr, ich habe schon ausgeblendet, ja, das war auch deutlich. Ja. Okay, minus 8. Ja, Heidmar, du hast vor dem Spiel gesagt, deine Mannschaft, unsere Mannschaft möchte von Beginn an sehr präsent sein. Hat nicht funktioniert. Der Kollege hat schon angesprochen, 0-3 der Rückstand. Also es lief von Anfang an gegen unsere Mannschaft. Wie erklärst du dir das, was heute passiert ist, und wie fällt deine Analyse aus? Erstmal guten Abend und Gratulation an Rimpa. Ich glaube schon, dass wir 3-0 hinterlegen, war ein Passfehler von Marian an Kerry. Wenn er angekommen wäre, steht da 1-1. Dann verwerfen wir einmal, und ich glaube schon, wenn diese Bälle drin sind, dann hätten wir vielleicht etwas anderes rein ins Spiel gekommen sind. Ich finde auch, dass erste Halbzeit haben wir eine sehr, sehr ordentliche Abwehr gespielt, aber vorne haben wir einfach, ja, keine Ahnung, so Handball wie von 1980, und ich musste mich hinterfragen, was wir da im Training machen, auf jeden Fall. Wegen Schön war das definitiv nicht anzusehen, und in zweiter Halbzeit machen wir einfach, ja, Mist. Ich will nicht das andere Wort benutzen, aber auf jeden Fall hat das nicht mit zweite Bundesliga zu tun. Und das hat nur mit Mentalität und Mentalität. Monster waren auf die andere Seite und wir waren keine Kaninchen auf die andere Seite. Und so kannst du kein Handballspiel gewinnen, und so kannst du einfach dich auch nicht präsentieren. Und du kannst das auch nicht gegenüber von den tollen Fans, die hier in die Halle gekommen sind. Du kannst das nicht gegenüber von den Leuten, die hier Verkauf machen oder Sicherheit machen oder die Halle wegräumen müssen nachher. Das ist einfach verboten, und so lustlos und so leidenschaftlos ist einfach eine Entschuldigung an alle, die hier waren, heute einfach nötig. Und das tut mir echt leid, dass ihr diese Mist angucken müsstet heute. Und wir haben viel gesprochen, diese Woche hat nichts gebracht, und deswegen rede ich vielleicht nicht nächste Woche, und wir werden einfach härter trainieren und dann gucken wir, was da rauskommt.
Deutliche Worte, kurze, knackige Analyse. Gibt es Nachfragen zu den Statements der beiden Trainer? Auf jeden Fall. Wegen, wenn ich ein paar Sachen nicht losgeworden wäre, dann kriegt meine Frau das ab und sie hat das definitiv nicht verdient. Oder ich kann nicht heute Nacht schlafen. Zumindest habe ich vielleicht 2% von meinem Wut, was in mir steckt, habe ich ein bisschen losgelassen. Und natürlich muss man über solche Leistungen muss man diskutieren. Das geht nicht anders. Wegen, wie gesagt, wie wir uns präsentiert haben, hat einfach nicht mit Wertschätzung gegenüber von allen, die im Hintergrund stehen. Und das müssen die Leute einfach akzeptieren. Dass, die Spieler müssen halt wissen, das geht nicht nur um diese 15 Leute, die da spielen, sondern der Rattenschwanz ist einfach viel, viel länger, was hinterhängt. Und die sollen auch respektvoll Umgang haben. Frage ging an Heidmar, dass es nach dem Spiel eben noch von Heidmar in der Mannschaftskabine eine kurze, deutliche Ansage gegeben hat. Entschuldigung. Alles gut. Gibt es weitere Fragen? Inwiefern war die taktische Ausrichtung des Gastes heute vielleicht auch ein bisschen das Problem im Angriff, ob der keine Lösung gefunden hat? Ist das schon die offensive Deckung, hat euch da irgendwie so ein bisschen auch vielleicht gerade den Zahn gezogen? Oder wie würdest du es sehen? Frage nach der Deckungsformation und den Aufgaben, die Rimpa unserer Mannschaft gestellt hat. Heidmar. Die Deckung von Rimpa hat uns überhaupt nicht überrascht. Wir haben uns auch diese offensive Abwehr von denen, wir wissen auch, dass Rimpa viele Fehler macht, wenn die so offensiv verteidigen und dass man die auf jeden Fall knacken. Aber ohne Leidenschaft, ohne Bewegung, ohne Aggressivität vorne gewinnst du auch Zweikämpfe gar nichts. Und man hat auch gesehen, wenn wir diese 5-mal vielleicht über 16 Minuten, wo wir vernünftige Kreuzbewegung hatten, hatten wir die Abwehr auseinander und das hatten wir uns vorgenommen. Aber wenn man einfach die Einstellung zu Hause lässt, dann gewinnen wir auch nicht gegen Oberliga-Mannschaft. Na, das muss man klipp und klar sagen. Wir hätten heute nicht gegen, sag mal, Finnhorst aus Hannover, Spitzenmannschaft in Oberliga, hätten wir wahrscheinlich auch verloren. Das ist einfach so. Ja. Die Rückraumspieler haben nicht sonderlich funktioniert. Es war wenig Bewegung drin, haben Sie ja eben auch gerade gesagt. Hier wäre vielleicht eine Variante, Gedanke wert gewesen? Frage, ob es ein Gedanke gewesen wäre, an Heidmar Jens Bechtloff auf der Mitte heute phasenweise spielen zu lassen? Sicherlich, ich habe ihn noch nie auf Mitte spielen sehen. Und wenn er das schon in der Vergangenheit gemacht hat, dann nehme ich das zur Kenntnis. Aber das wäre für mich einfach ein Joker gewesen, den ich noch nie gesehen hatte. Und ja, wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen, ja. Gibt es noch weitere Informationswünsche, Fragen? Eine Frage noch am Gästetrainer vielleicht. Also, ihr habt eine lange Antwort. Ist das auch eine Motivation, nochmal eine zusätzliche, vielleicht dann nicht mit leeren Händen nach Hause reisen zu müssen? Frage an Matthias Obinger, ob die lange Anfahrt, Entschuldigung, vielleicht auch eine Art Motivationsspritze beinhaltet, dass man nicht mit leeren Händen wieder nach Hause fährt. Richtig? Ja. Weil ich fand, dass ihr halt auch Leidenschaft, die jetzt vielleicht teilweise gefedert, gezeigt habt. Weil Rimpa eben sehr leidenschaftlich gespielt hat. Also die Leidenschaft, denke ich, hat den Unterschied heute gemacht. Und es gibt schon andere extrinsische Motivationsspritzen, die ich da nochmal in der Halbzeit ausgepackt habe. Aber da hat jetzt die Hinfahrt jetzt oder die Rückfahrt erstmal nichts damit zu tun. Es gibt ja zum Beispiel, Spieler stehen wahnsinnig auf freie Tage. Man will es nicht meinen, ne? Oder freie Abende. Wir sind ja alles mehr oder weniger so Freizeithandballer. Und dann freuen die sich schon mal, wenn sie nach der Arbeit dann abends nicht zu mir in die Halle müssen. Das spornen die schon an. Klappt aber auch nicht immer. Wie viele freie Tage gibt's? Naja, das wird dann intern besprochen. Aber es gibt schon, also einen mindestens, ja, für den Sieg. Gibt es noch Fragen? Für den Moment alles okay bei der Presse? Ja, okay, dankeschön. Ein Parallelergebnis haben wir noch. Emstetten gegen Spartau 27-33. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch gute restliche Saisonspiele. Wir sehen uns nächste Saison wieder. Gute Heimfahrt und alles Gute. Dankeschön.